Also heute ist der 19. Mai und ich fange jetzt an. Ich muss vielleicht vorher nochmal sagen, dass die Animationen auf TikTok bis jetzt nicht ganz so gut performt haben. Das heißt, wenn ich jetzt einfach hingehen würde und diesen Content in die Kamera reinsprechen würde, wäre es nicht nur schneller, weil ich auch nur halt aufnehmen muss und fertig, sondern halt auch noch ein bisschen erfolgreicher, würde ich schätzen. Nicht nur, weil mein Account schon größer ist, auch weil ich ein Mensch bin. Ich habe jetzt hier fast 25 Witze. Das könnte eigentlich ein paar mehr sein, ne? Bestes Studio, was ich je gesehen habe. So. Garage Band. Und jetzt ein bisschen cutten, was soll ich meinen? Nicht kacken, cutten. So, das ist fertig. Jetzt kommen wir jetzt da drauf. Und dann kommt das da rein. Damit. Nice, Mann. Guck dir einfach mal das an. Weil das ist fast das. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. HNO. Ich würde mal sagen, geht besser, geht aber auch schlechter. Dafür ist Character Animator doch ganz nice. Jetzt ist Zeit, den Account zu erstellen. Sicher. Schönen guten Tag, das ist das erste TikTok auf dem Account hier jetzt, was ich gerade sehe. Wir haben jetzt 16:01 und wir packen das erste TikTok. Ich mache hier mal ein Zitat aus dem Video rein. Okay, jetzt geht's los. Meine Taktik ist, ich habe so wie 65 TikToks fast fertig gemacht. Das ist ja nicht mein einziger Account, das ist auch nicht mein Hauptaccount. Poste ich da erstmal nicht ganz so viel, also mal so zwei am Tag, würde ich sagen. Also wenn ich so einen hätte, wo ich darauf konzentrieren würde, würde ich da auch ein bisschen mehr posten, so. Aber naja. Also es ist jetzt nicht das Ziel, möglichst viel Abonnenten oder Aufmerksamkeit in möglichst kurzer Zeit zu haben, sondern so viel wie halt kommen, so. Ohne, dass mein Hauptkanal vernachlässigt wird. Und ich habe auch noch überlegt, ich mache jetzt erstmal kein Duett oder kein Dings mit meinem Hauptkanal, sag ich mal, um ihn zu promoten, sondern er soll halt von alleine wachsen. Aber ich schreibe Kommentare ein bisschen. Weil ich finde auf jeden Fall ganz am Anfang ist es eine ganz gute Taktik so, Kommentare zu schreiben unter anderen Videos. Update um kurz vor 7, geh mal rein. Oho, oho. Also ich habe jetzt 4 Follower, 18 Likes, das Video hat 532 Views. So, jetzt haben wir kurz nach 12 am nächsten Tag. Keine neuen Benachrichtigungen gekommen, keine neuen Follower, keine neuen Likes. Nice, Mann. 15:03, also nach 2 Stunden, habe ich jetzt 432 Aufrufe, 8 Follower und 34 Likes. Und ich lade das Video hoch. Ja. So, kurz Update am nächsten Tag. Also ich muss sagen, das letzte Video von gestern hatte ich extrem schlecht performt. So, jetzt ist quasi Tag 3. Ich habe ein bisschen geguckt, was gerade so im Trend ist. Ich muss aber sogar sagen, der erste Witz hat extrem viele Likes bekommen, vielleicht von anderen Videos. Und ich muss übrigens sagen, ich glaube, dieses Kommentar, die ich hier geschrieben habe, haben nicht ganz so viel gebracht. Man sieht auf jeden Fall hier zwar Leute, die Kommentare halt liken so oder auch darauf antworten mal zwischendurch, aber ich glaube nicht, dass da vorhin jemand rübergekommen ist. Der hat sogar Augenbrauen. Ich muss auch sagen, das ist echt eine gute Idee gewesen, so richtig viele TikToks direkt schon mal zu machen und auch schon ein bisschen weiter zu planen, weil ich glaube, sonst würde ich irgendwann in ein paar Tagen oder Wochen sagen, nee, eigentlich, das lohnt sich ja nicht, ja. Aber jetzt habe ich so viel, dass ich dreimal posten kann und damit einen Monat durchkomme. Das ist gut. Hashtag Zukunftsplan. Ich habe eine Idee. Das ist so scheiße. Eine Woche später haben wir jetzt und wir haben auf jeden Fall hier 151 Follower und 871 Likes. Und das beste Video hat 1000 Aufrufe ungefähr. Ich sage mal, geht besser, geht aber auch schlechter. Mein Ziel war ja in einem Monat 1000 Follower zu kriegen. Wenn das Wachstum linear bleibt, dann sage ich das nicht ganz so drin. Und vielleicht ist ja ein Flachwitz dabei und der irgendwie halt saustark ist und dann ein paar mehr Aufrufe kriegt wieder. Also noch mehr als 1000. Ja, sehen wir das mal, wie es aufgeht. Ne? So. Es ging am Anfang relativ langsam. Dann irgendwann hier ging es relativ fix so. Dann geht halt ziemlich langsam wieder danach. Das sieht so ein bisschen aus wie zwei Hauptkanal hier. Hat Ähnlichkeit, muss ich sagen. Ne? Schönen guten Tag, heute ist Sonntag. Und ich muss wirklich sagen, ich wünschte, ich würde keinen animierten Charakter-TikTok-Account machen, haben. Weil wenn ich einfach hingehen könnte, Kamera an, was aufnehmen, fertig, dann wäre es einfach so unglaublich viel schneller. Auch muss ich bei ganz vielen Treffern nochmal irgendwie hingehen. Ist irgendwie komisch animieren und so. Und das ist halt auch zu aufwendig, so habe ich keinen Bock drauf. Sind so von ein paar hundert auf so 30 gegangen jetzt. Also eigentlich ist alles runtergegangen in den letzten paar Tagen hier. Heute ist der Freitag der 5. Das läuft wieder ein bisschen besser, muss ich gerade sagen. So. Ich habe nichts anderes gemacht eigentlich. Also keine Ahnung, wieso ich jetzt besser ist, aber finde ich gut, kann ich schaden. Also die Videos haben jetzt wieder so 80 Aufrufe, bisschen mehr sogar noch. Und ich muss auch noch sagen, die Kommentarbeantwortungsvideos haben eigentlich ziemlich gut performt, muss ich sagen. Am Anfang habe ich ja gesagt, ich habe die ersten 100 Kommentare antworten möchte. Ob ich das wirklich so mache, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall mache ich mal jetzt wieder so die nächsten, keine Ahnung, 20 oder so. Keine Ahnung, wie viel das ist. Ich muss aber sagen, das Ziel von den 1000 Followern in einem Monat ist dann doch, ey, hätte ich nicht gedacht, dass es so schwer ist. Aber es ist dann doch mit dem Content, den ich da jetzt vorbereitet habe, sag ich mal, an dem einen Tag da, auch ein bisschen schwer, so muss ich sagen. Ich habe jetzt fast 200 Follower und es sind jetzt schon fast 2 Wochen rum, also jetzt schon auch fast die Hälfte dann. Und es ist natürlich irgendwie klar, wenn ich versuche, 2 TikTok-Accounts gleichzeitig zu machen und dann halt den Content in einem einzigen Tag komplett durchhaue, dass es dann nicht so der beste Content ist, sag ich mal. Ich habe jetzt sogar mittlerweile die Audiosachen, die ich aufgenommen habe, schon mal reingepackt und angefangen zu schneiden. I just bought a Norway. Ich habe gerade gemerkt, dass ungefähr in einer Woche der Monat schon zu Ende ist. Ich habe jetzt fast 300 Abonnenten. Nicht ganz so gut. Es ist halt schon ziemlich scheiße, muss man sagen. Schönen guten Tag. Ich habe gerade gemerkt, dass heute schon der 19. ist. Also heute ist der 19. Mai. Ich habe das nicht ganz erreicht. Ich muss auch sagen, ich hätte noch sau viele Videos, die ich gepostet habe, weil ich einfach ein bisschen dumm bin. Einfach jetzt ein bisschen mehr rausballern als sonst. Und dann gucken wir morgen, ob es das Ziel erreicht ist. Oder wie nah wir dran sind. Ich habe jetzt fast 350 Abonnenten, das heißt also ca. 50 Abonnenten dazugekommen in einem Tag, was ja doch im Vergleich zu vorher gar nicht so schlecht ist. Heißt also anscheinend, wenn der Content
ziemlich beschissen ist, und einfach nur ganz viel davon posten, damit das auch ein bisschen funktioniert so. Hier kannst du angucken, wie ich meinen Hauptaccount gestartet habe. Oder was Lustiges da. So, kannst du ja aussuchen. So, kannst du ja mal aussuchen. Schönen Tag.